Wir sind hier im verregneten Monte Carlo und ich würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Lights out und let's go, Leute. Wir kommen hier ziemlich gut vom Start weg. Da vorne ist jemand. Nein, das ist Beermann. Der hat den Start verkackt. Wir bleiben also hier auf dem 10. Platz nach dem Start. Richtung Turn 1 versuchen wir hier mal innen den Perez. Aber nein, ich will jetzt auch nicht irgendwie wie Perez und Magnus einen Crash nachmachen. Das wäre nicht absolut optimal. Jetzt also hier außen irgendwie, boah, leichter Wandknutscher, da gibt es den Wheelbang und ich stecke zurück. Ich denke mir so, lass die beiden jetzt mal kämpfen, weil das ist nicht mein Kampf hier. Okay, nein, das ist nicht mein Fight, so will ich nicht irgendwie da reingehen. Wir probieren es hier ganz, ja, defensiv tatsächlich. Da! Olli. Was soll das, Börmer, bitte? Jetzt also hier tatsächlich gehen wir... Boah, guter Exit, wirklich guter Exit. Der rechte Grüne ist tatsächlich sehr langsam, sieht man jetzt doch, dass ein Teamkollege ihn da außen richtig gut pushen kann und der wird den Versuch wagen. In die Hafenschikane rein. Oh, da muss ich die Lenkung aufmachen und wir müssen den einen der beiden auf jeden Fall zurückgeben. Den anderen, der hat sich einen Flügelschaden geholt. Guckt euch mal an, wie langsam der ist. Der wird tatsächlich langsamer und scheidet jetzt aus... Das ist ganz bitter. Aber den Flügelschaden, da habe ich wirklich nichts dafür gekonnt. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir da nach vorne kommen. Wir arbeiten uns langsam hier an. An diesen grünen... Der geht an die Box und holt sich Wet-Reifen. Aber warum zum Teufel kommen so viele an die Box und holen sich Wet? Das ist tatsächlich... O'Sullivan und Crawford bleiben jetzt mal meiner Meinung. Ich weiß ja, dass 2/7 des Rennens... trocken sein, nur 2/7 Regen sind, also irgendwie 3×7, 21, also nach 6 Runden sollte der Regen komplett vorbei sein, aber jeder hier da hinten entscheidet sich für einen Slick-Wechsel, für einen Reifenwechsel auf die, ich kann die KI nicht verstehen, Leute, ich kann die KI nicht verstehen, warum kommen die nur rein und gehen auf den Slick-Reifen, auf den Wet-Reifen, also auf Wet wäre ich im Leben nicht gegangen. So, Leute, jetzt wird es auch interessant. Wir sind hier bei der Hafenschikane. Crawford und O'Sullivan sind noch nicht gestoppt oder haben sich glücklicherweise dagegen entschieden. Aber kommt die jetzt rein? Jetzt wird es ganz interessant. Und tatsächlich, die beiden kommen auch rein und gehen auf den Wet-Reifen. Wie kann man nur so dumm sein? Warum macht diesen Fail jeder hier? Jeder geht an die Box und holt sich den Wet-Reifen. Also, bei solchen Bedingungen... Und in Imola ist jeder draußen geblieben. Guckt euch gerne oben das Rennen an. Also ich kann das echt nicht verstehen. Mir ist es ein Riesenrätsel, was die KI nun irgendwie vorhat. Ich meine, dass alle reinkommen auf den Wet-Reifen, war ein Riesenfail, sind wir uns klar. Aber was machen die jetzt? Wieder Purple. Ja, das schaut echt nach einem Selbstläufer. Also ich meine, natürlich darf mir keinen Fehler erlauben. Aber ich könnte mir sogar einen Free-Boxen-Stop jetzt erlauben. Die Bedingungen sind komplett trocken. Warum kommt niemand an die Boxen und holt sich Slick-Reifen? Vermutlich warten die und gehen dann auf den roten Reifen. Ich bin halt auch der Einzige, der auf den Slick-Reifen unterwegs ist. Und das unter Trockenbedingungen. Bitte, meine liebe KI, was macht ihr hier? Geht an die Box, holt euch endlich Reifen. Dann klatscht den alten Roten drauf. Ihr seid doch um Welten schneller. Es geht ja um den 2. Platz, weil den Sieg habt ihr alle hergeschenkt mit diesem dummen Move hier. Und alle bleiben wieder draußen. Mann, ich fahre ein Rennen gegen mich alleine hier. Was ist das denn heute? So lost war doch noch niemals die KI. Ich kann mich eigentlich nur selbst schlagen. Ganz klar. Ich kann mich nur selbst schlagen. Ich bin pro Runde um die 2 Sekunden schneller und die KI ist einfach zu lost hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber eindeutig macht die KI heute keinen guten Job. Wir sind in der 7. Runde von 21 und sind hier auf einem ganz klaren 1. Platz. Wieder lila. Kein Plan.
In der wievielten Runde überrunden wir den ersten, frage ich mich, wenn es so weitergeht. Wir sind mittlerweile 5 Sekunden schneller als die Zeiten zu Beginn des Rennens. Und wir sind auch knappe 2 Sekunden schneller gewesen als im letzten Umlauf von Maloney. Und ja, das zieht sich natürlich hier. Geht da jemand endlich an die Box? Nein! Die bleiben wieder draußen. Aber die werden vermutlich Runde 14 reinkommen, wenn es dann auf Purple-Reifen geht. Und werden den einen Stint dann komplett auslassen hier, weil sie ja eh schon gefehlt haben mit dem anderen. Aber natürlich, logisch wäre es trotzdem. Wenn ich einer, der da hinten ist, wäre, würde ich noch einmal wechseln, auf den roten Reifen gehen. Ich wäre um Welten schneller als die anderen. Gerade wenn ich so, keine Ahnung, dritter, vierter wäre. Ich wäre um Welten schneller, würde hoffen, dass ich in die Lücke da hinten reinkomme. Würde mich dann ein bisschen durcharbeiten. Dann müssten ja die anderen eh nochmal reinkommen und wird dann einfach durchfahren. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Mann hier der Einzige ist, der hier mit Hirn gearbeitet hat. Kann das sein? Nein, okay. Das ist Dennis Hauger, der ist einfach nur weit hinten. Ich dachte mir tatsächlich, dass Dennis Hauger vielleicht wenigstens einer gewesen wäre, der seinen Hirnkastel eingeschaltet hat und versucht hat, wenigstens er noch reinzukommen. Aber nein, das hat er auch nicht. Na gut. Wir sind in der 10. Runde des Monaco Grand Prix. Eigentlich sollte jetzt hier Spannung sein, aber so ist es nicht, Leute. So ist es tatsächlich nicht. Wir haben hier das langweiligste Rennen überhaupt, weil einfach kein Schwein in der Lage war, unter nassen Bedingungen draußen zu bleiben. Strategischer Master-Coup oder einfach nur Lost hat der KI. Erneut schnellste Rennrunde unter 1,21. Wir knacken unsere Zeiten immer mehr. Es wird immer schneller und schneller und schneller. Das kann man leider nicht von Maloney und dem anderen da hinten erwarten. Oder halt sich denken. Abwarten mal, vielleicht kommen die. Die sind gerade erst bei Hafenschikane. Hier mit Dennis Hauger. Leute, unsere erste Überrundung. Wenigstens ein überholen wir dem heutigen Tag, weil halt ja wieder keiner reingekommen ist, um sich Slicks oder derartige Reifen zu holen. Ich weiß nicht, haben die vielleicht vor, sogar durchzufahren? Blue Flags anscheinend, ja, Fremdwort für dich. Wir sind trotzdem noch immer noch im Welten schneller, aber jetzt hat natürlich halt so ein bisschen die Magic nachgelassen, weil wir bei 20.9 natürlich, ja, auch nicht. Weil wir halt bei 20.9 so ein bisschen, ja, muss man halt schon sagen, sehr schnell waren. Ja, Dennis Hauger, man sieht es auch direkt, ich meine, wir überholen den und sind jetzt auch schon wieder, ja, locker eine Sekunde weg. Also über eine Minute jetzt schon vom letzten Platzierten, oder, ja, da scheidet jemand aus, Leute, oder? Bitte kein Safety Car, das wäre die Hölle. Da scheidet doch jemand aus auf der Geraden. Ein blaues Auto. Ja. Kann man gleich schauen. Nein, Gabriel Bortoleto, oder? BAB. Ja, das ist, glaube ich, Gabriel Bortoleto. Der hat einen Motorschaden. Oh, was ist denn das da hinten am Hinterreifen? Ja, das ist natürlich nicht gut. Das Fürstentum verzeiht nichts. Kommt eigentlich jemals jemand an die Box, Leute? Da scheidet doch schon wieder wer aus, oder? Nein, jetzt ist Gabriel Bortoleto. Okay, der hat sich bis zur ersten Kurve jetzt Zeit gelassen. Achtung, Achtung. Na, er hat abgestellt. Motorschaden für Bortoleto. Brasilien trauert. Aber, ja, das ist natürlich. Das sind halt kranke Stände. Ihr müsst glauben, dass ich hier auf einer 1er KI oder so war. Aber nein, Leute, das ist tatsächlich die 95er KI der Formel 2. Und wir fahren hier fast eine Minute hinter O'Sullivan. Oder vor O'Sullivan, sorry, vor O'Sullivan natürlich. Jetzt wird es natürlich mühsam, weil niemand vermutlich die Blue Flags einhalten wird. Finde ich interessant, also
Wir haben hier schon Regeln. Danke. Valagan. Immerhin lernen wir jetzt ein paar Namen, die wir so nicht sehen würden, weil wir ja kein Qualifying fahren, starten wir irgendwo mittendrin. Ich frage mich, ob ich jetzt gleich reinkommen soll, um mir so ein bisschen diese Überrundungssachen hier zu sparen. Weil guckt euch das mal an, guckt euch das an, Mann. Bro, du hast blaue Flaggen, du Wick. Nein, sorry. Aber er hat blaue Flaggen und macht dann hier so einen Snitch-Mode. Meine, oh nein, der Arme. Letztens noch gegen uns gefährdet ums Podium. Und jetzt ist er einfach auf dem 15. Platz. Das ist crazy, Leute. Colapinto macht auch ganz brav Platz. 10. saubere Runde in Folge. Ja, da hatten wir einmal anscheinend mal keine saubere Runde vor 10 Runden. Eine Minute ist Malone hinter uns. Mann, das ist so crazy, Leute. Ich weiß noch, vor 16 Sekunden hinten war. Und jetzt einfach schon über eine Minute, Leute. Das ist echt verrückt. Das ist eines der unnormal kranksten Rennen, die ich jemals in Monaco fahren durfte. Und das in der Formel 2, Leute. Also verachtet die Formel 2 nicht, denn die macht auch renntechnisch unnormal viel Bock. Abonniert gern kostenlos den Channel, dass da wirklich nichts mehr passt. Schaut auch unbedingt auf Insta und auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio. Jetzt aber mal hier zurück zum Renngeschehen. Ich darf mal keinen Fehler erlauben. Ein Flügelschaden kann natürlich dann schon extra 10 Sekunden nochmal kosten. 2009 so ein bisschen. Ja. Muss man halt schon sagen, sehr schnell waren. Ja, Dennis Hauger, man sieht es auch direkt. Ich meine, wir überholen den und sind jetzt auch schon wieder, ja, locker eine Sekunde weg. Also, über eine Minute jetzt schon vom letzten Platzierten. Oder, ja, da scheidet jemand aus, Leute, oder? Bitte kein Safety Car, das wäre die Hölle. Da scheidet doch jemand aus auf der Geraden. Ein blaues Auto. Ja. Das ist, glaube ich, Gabriel Bortoleto. Der hat einen Motorschaden. Oh, was ist das da hinten am Hinterreifen? Ja, das ist natürlich nicht gut. Box, Leute, da scheidet doch schon wieder wer aus, oder? Nein, jetzt ist Gabriel Bortoleto. Okay, der hat sich bis zur ersten Kurve jetzt Zeit gelassen. Achtung, Achtung. Na, er hat abgestellt. Motorschaden für Bortoleto. Brasilien trauert. Aber, ja, das ist natürlich... Das sind halt kranke Stände. Ihr müsst glauben, dass ich hier auf einer 1er KI oder so war. Aber nein, Leute, das ist tatsächlich die 95er KI der Formel 2. Und wir fahren hier fast eine Minute hinter O'Sullivan. Oder vor O'Sullivan, sorry. Vor O'Sullivan natürlich. Jetzt wird es natürlich mühsam, weil niemand vermutlich die Blue Flags einhalten wird. Finde ich interessant. Also, wir haben hier schon Regeln. Danke, Valagan. Immerhin lernen wir jetzt ein paar Namen, die wir so nicht sehen würden, weil wir ja kein Qualifying fahren, starten wir irgendwo mittendrin. Ich frage mich, ob ich jetzt gleich reinkommen soll, um mir so ein bisschen diese Überrundungssachen hier zu sparen. Weil guckt euch das mal an, guckt euch das an, Mann. Bro, du hast blaue Flaggen, du Wick. Nein, sorry. Aber er hat blaue Flaggen und macht dann hier so einen Snitch-Mode. Meine, oh nein, der Arme. Letztens noch gegen uns gefährdet ums Podium. Und jetzt ist er einfach auf dem 15. Platz. Das ist crazy, Leute. Colapinto macht auch ganz brav Platz. 10. saubere Runde in Folge. Ja, da hatten wir einmal anscheinend mal keine saubere Runde vor 10 Runden. Gut, Leute. Jetzt heißt es natürlich Pitstop für... Nein, Mann, jetzt darf ich noch eine Runde draußen bleiben, weil mein Teamkollege jetzt an der Box ist. Ja, finde ich cool, dass Olli bevorzugt wird, obwohl ich, ja, klar weiter vorne bin, aber egal. Egal, dann müssen wir halt mit den Reifen jetzt noch einmal liebäugeln. Da vorne sind eh O'Sullivan und Crawford. Okay, jetzt sind doch die restlichen Jungs an der Box. Ja, jetzt gehen alle wieder vorbei und überrunden sich quasi zurück. Ja, ich auch, würde ich sagen. Jetzt sind es noch 6 Runden zu gehen, oder nein, da ist die Ziellinie, 5 Runden zu gehen.
Teamkollege vorbei, die vorbei. Ja, jetzt ist natürlich ganz bitter, weil wir müssen jetzt so ein bisschen auf dem lilanen Reifen diese Runden ganz. Die sind auf Rot gegangen. Die Idioten waren so lange drin und sind jetzt auf den roten Reifen gegangen. Für die letzten 5 Runden. Hä? Was ist denn heute mit dieser KI los, Leute? Ich habe echt gedacht, ich habe schon alles gesehen. Aber das ist mir jetzt echt einer zu viel. Das ist mir einer zu viel? Das ist mir einer zu viel. Wie kann man als KI so dumm sein, bitte? Und wie kann ich kein DRS bekommen? Das ist auch eine gute Frage. Ja. Und ich frage mich noch, warum die hier nicht die schnellsten Rennrunden knacken. Natürlich, wenn ich den alten Routenreifen drauf habe in der zweiten Runde oder dritten. Ja, das ist halt tatsächlich. Also, danke, Bermann. Ganz brav von dir. Vielleicht schaffe ich es noch, jemanden auszubremsen für dich. Dass wenigstens ein Punkt drin ist für dich. Dennis Hauger. 1:20.8. Eine Zehntel schneller. Und das nach 10 Runden. Ja, es ist Galgenhumor tatsächlich. Wo ist denn Dennis Hauger überhaupt? Bis hier deutlich, ich, dass der nicht mehr so viel Zeit auf uns verliert. 2 Runden sind es noch zu gehen, meine Lieben. Dann haben wir es endlich geschafft und Monte Carlo überstanden. Aber wenn Monte Carlo, würde ich mal sagen, immer so einfach wäre, dann würde ich mir eigentlich nie Sorgen über einen Sieg machen. Wir übernehmen mit diesem heutigen ersten Platz, Klopf auf Holz, dass alles gut geht, auch die WM-Führung in beiden WMs. Und ja, das ist sehr toll. Das ist natürlich super, aber ich hätte natürlich auch ein bisschen mehr gern gefertigt, wie an diesen heutigen absurden, faden, blamierenden Rennen. So, da wir saugen uns jetzt hier an Cordil dran. Aber ich fühle mich halt so, keine Ahnung, wie wenn ich so ein Rennen gekauft hätte und jeder muss auf die Seite fahren, weil das ist ganz klar heute nicht unbedingt fahrerisch eine Meisterleistung. Es ist dann einfach nur zum perfekten Zeitpunkt nicht gestoppt und dann einfach das Rennen weitergefahren. Danke, Cordel, für das DRS und es geht in die letzte Runde, meine Lieben. Es geht in die letzte Runde, 1:20.5. Da vorne haben wir Sullivan, den werden wir nicht knacken, aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel unbedingt. Alter, zwischen den ersten 3 Leuten ist so wenig Zeitunterschied, da könnte gefühlt jeder am Podium noch landen. Da hinten ist gelb, da scheidet erneut jemand aus. Und es ist, wer ist der Pechvogel, der in der letzten, okay, in der vorletzten Runde ihrer Sicht aus. Oh, leichter kleiner Fehler gegen die Mauer. Und es ist Jack Crawford, ebenfalls Motorschaden. Und das auf einer Strecke wie Monte Carlo. So viele Ausfälle, das ist auch verrückt an Monaco. Also wenn ich O'Sullivan wäre, würde ich mich einfach überrunden lassen, dann spare ich mir die letzte Runde. Aber natürlich ist das eine Sache der Ehre. Wir werden also hier aus Erstplatzierter auf dem 6. Platz liegend ins Ziel fahren, falls ihr wisst, was ich meine. Ab durch die vorletzte und Raskas hier durch. Ganz leichter Küsse an die Mauer und wir haben die Jacket Flag, Leute. Es ist ein Wahnsinn, was wir heute für ein Rennen abgeliefert haben. Also ich lobe mich nicht oft selbst, aber dieses Rennen war tatsächlich fast fehlerlos. Und ja, angesichts dessen, wie es ausgeht, Cordil ist Fahrer des Tages geworden, okay. Also ja, wir sind von 11 auf 1 gefahren, hatten hier kaum irgendwelche Konflikte.